6 Jahre lang bestand die Internetpräsentation der Landeshauptstadt in mehr oder weniger unveränderter Form. Zeit also, die Homepage neuen Trends und Erfordernissen anzupassen, zumal das auch von einigen Stadträten gefordert wurde. Nach über einem Jahr Basteln präsentierten alle Beteiligten nun also die neue Seite magdeburg.de im Rathaus. Neugierig wie wir sind, mischten wir uns unter die Gäste. So, nimm mal los, jetzt fassen wir hier mal alle drauf. Ja. Sollen wir jetzt, ja? Hat's geklappt. Da ist es. Ich sehe nichts. Nicht so tragisch, möchte man fast meinen. Denn was als der große Knall gedacht war, erweist sich bei näherer Betrachtung als ein laues Lüftchen. Dabei wollen wir gerne anerkennen, dass es eine gewaltige Aufgabe darstellt, rund 10.000 Texte, Grafiken, Medien und Adressen zu bearbeiten, anzupassen und in die neue Struktur der Homepage einzubauen. Als erstes fällt natürlich auf, dass sich die nunmehr gemeinsamen Seiten der Stadt und der MMKT, also der Marketing, Kongress und Tourismus GmbH, durchweg im Design der Otto-Stadt-Kampagne präsentieren. Das ist okay so, auch wenn dadurch Kontraste ärmer werden und hellbraune Schrift auf beigem Untergrund nicht gerade zur besseren Leserlichkeit beiträgt. Doch dazu später. Positiv ist, dass es jetzt zu bestimmten Themenkomplexen abgeschlossene Navigationsbereiche gibt, die jeweils mit einem großen individuellen Bild im Kopf, dem sogenannten Header, erkennbar sind. Dazugekommen ist ein neuer Bereich mit dem Namen Kultur und Sport, der dem Anspruch der Stadt, Sportstadt zu sein und Kulturhauptstadt zu werden, angemessen ist. Ein aktueller Veranstaltungskalender ist integriert. Verantwortlich für die Neugestaltung war die Agentur Frische Ideen. Für uns war eigentlich der wichtigste Gedanke zu sagen, wie kann man den Servicegedanken für die Magdeburger und eben auch für die Touristen eigentlich am ehesten erhöhen. Denn das ist das große Problem einer Internetseite. Sie soll ja nicht nur gut aussehen, sondern in erster Linie muss sie funktionieren. Und sie muss eben auch eine Information schnell rüberbringen können. Das ist eigentlich mit das Wichtigste. Und was war denn da die frische Idee? Na, wir haben uns die Struktur der Seite vorgenommen und haben gesagt, in dem Rahmen, was Barrierefreiheit angeht, was das Otto-Design angeht, was eben auch die 70 Redakteure angeht, wie schaffen wir für die Redakteure einen schnellen Einstieg, wie können wir die Farben ordnen, wie können wir die Struktur der Seite ein bisschen ordnen, wo werden Bilder platziert, wo werden Suchelemente platziert. Das, was eben für den offensichtlichen ersten Blick gar nicht auffällt, ist das, was im Unterbewusstsein aber dann am ehesten funktioniert. Und das ist eigentlich das Wichtige, dass man eine Seite einfach nur als angenehm wahrnimmt und den Informationsgehalt rauszieht. Und das Design muss sich hier der Funktionalität absolut eben unterordnen, muss dem eigentlich zur Verfügung stehen. Das ist das Wichtige und so haben wir eigentlich auch von unserer Seite aus gesagt, Bildsprache, Bildelemente, wie die Slideshow zum Beispiel, die wechselnden Header, wie binden wir das ein, welche Größenordnung bekommt das, wie stehen die Logos separat, wo werden Suchfunktionen eingeblendet, wie können wir auf der ersten Seite, die Einstiegsseite, wie können wir die so interessant formulieren, dass wir auch schnell an Informationen rankommen und auch vieles abbilden und nicht erst mit einer sehr großen Klicktiefe dann nachher an die Informationen rankommen. Und das war eigentlich für uns der Ansatz, solche Seite aufzubauen. Apropos Klicktiefe, nur ein Beispiel. Bisher konnte man direkt von der Startseite auf das Ratsinfosystem zugreifen. Jetzt muss man sich erst durchklicken. Zwar kann man Favoriten innerhalb der Homepage anlegen, aber nicht von allen Unterseiten aus. Also muss man sich eigene Lesezeichen im Browser anlegen. Die angesprochene Barrierefreiheit ist auch nicht gegeben. Dazu auf Anfrage Andrea Schwingel. Also wir haben den Internetauftritt durch unseren Behindertenbeauftragten, durch den Herrn Pischner, prüfen lassen. Er ist in dieser Form nicht barrierefrei, das ist einfach nicht möglich, aber er ist barrierearm und er ist auf jeden Fall für Menschen mit Behinderung nutzbar. Also die Prüfung wurde vorgenommen durch Herrn Pischner. Das stimmt zwar, aber wie zu erfahren war der Behindertenbeauftragte Hans-Peter Pischner auch sehr unzufrieden mit dem Ergebnis. Vor allem in den Randframes ist die Schrift sehr klein, die Buchstaben sind teilweise ausgefranst. Das ist offenbar den Machern auch irgendwie aufgefallen, denn versteckt findet man den Hinweis, dass man mit der Tastenkombination Steuerung und Plus die Seitenansicht vergrößern kann. Allerdings geht dann die Übersicht etwas verloren. In dem Zusammenhang fiel auf, dass die Homepage auf verschiedenen Browsern auch unterschiedlich aussieht. Im Gegensatz zu Mozilla ist die Schrift auf Opera größer, außerdem wird auf Opera im Wetter auch der Luftdruck angezeigt, bei Mozilla nicht. Was gibt es noch anzumerken?
Die verzerrten Fotos hat man in den zurückliegenden Wochen bis auf einige beseitigt. Auch so manche Grafik, die eigentlich kreisförmig sein müsste, wie zum Beispiel die Umweltzone, sieht mehr nach einem Ei aus. Die Suchfunktion der Seite wurde verändert. Nach der Eingabe einiger Buchstaben bekommt man eine Auswahl von Suchbegriffen angezeigt. Das Suchergebnis beeinflusst dies freilich nicht. An die Suchfunktion im Ratsinfosystem hat man sich noch nicht herangewagt, was selbst der OB bedauerte. Findet man bestimmte Dokumente doch nach wie vor über Google schneller als im System selbst. Der größte Korken ist jedoch das neue Forum. Abgesehen davon, dass es schwierig zu finden ist, lediglich zwei Mini-Hinweise am oberen und unteren Rand verweisen darauf, hat es den Namen Forum in keinster Weise verdient. Es ist schlicht so etwas wie ein ganz schlecht gemachtes Gästebuch. Das verwundert, hat doch die Stadt mehrfach erklärt, nicht die sozialen Netze, sondern gerade die Foren zur Kommunikation mit den Bürgern nutzen zu wollen. In der alten Version gab es eine Handvoll Foren zu verschiedenen Themen, mit einer wenn auch nicht optimalen, aber doch anwendbaren Baumstruktur, die einen kurzen und schnellen Überblick über alle behandelten Themen erlaubte. Jetzt gibt es nur noch zweiständige Foren, eins für Fragen an die Verwaltung und eins mit dem Namen Unter uns für die Diskussion unter den Usern selbst. Allerdings ist die Antwortfunktion so gestaltet, dass es im Prinzip ein neuer Beitrag wird, also recht unübersichtlich. Genauso verhält es sich mit dem Forum, in dem man Fragen an die Verwaltung stellen kann. Auch hier leidet durch die fehlende Baumstruktur die Übersichtlichkeit erheblich. Nach bestimmten Themen zu suchen ist ein Unterfangen, das man gleich bleiben lassen kann. Der Verwaltung scheint es ähnlich zu gehen, so manche Antwort sucht man lange oder vergeblich. Die User haben offensichtlich auch schon resigniert, denn die letzten Einträge bei Unter uns sind vom 17. und 28. Mai, also 4 bis 6 Wochen her. Aus einem früher rege genutzten Forum ist ein Friedhof geworden. Verwunderlich ist das nicht. Hier besteht dringender Handlungsbedarf. Ja, das Design hat ja eine private Firma von außen gemacht, also Frische Ideen. Das war einfach. Wir hatten ja die Vorgaben mit den Farben gehabt, mit dem Motto-Thema. Das war schon okay, das haben die Privaten ja gut hin. Aber wir müssen natürlich mit der gesamten Stadtverwaltung, mit der MMKT und mit der KED ein System entwickeln, wo 70 Mitarbeiter jeder seine Seiten auf das neue System einpflegt. Und diese Abstimmungsgespräche mit 70 Mitarbeitern in den verschiedenen Ämtern, das muss alles koordiniert werden, das dauert eine Weile. Da haben wir uns dann fast ein Jahr jetzt an dem System gearbeitet, um das neu einzustellen und werden es weiterhin tun, weil die Seiten ja weiterhin auch noch gepflegt werden müssen, noch geändert werden müssen und auch teilweise übersetzt werden müssen, die verschiedenen Sprachen auch. Das ist eine Arbeit, wo wir ständig eigentlich mit zu tun haben. Aber na dann mal los, möchte man zurufen, damit sich die ausgegebenen Euro, vorgesehen waren rund 50.000, auch lohnen.